Weltgereiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Kannst du das mal die Kurzschlussschaltung hier mit nur Lüsterklemme zeigen, ohne zu löten, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja, als allererstes zersensen wir mal hier die Lüsterklemme, sonst wird das mit dem Anschließen nichts. Ne? Also hier unten abschneiden und dann den Inhalt der Lüsterklemme vom Plastik befreien. Also einfach hier mit dem Cuttermesser vorsichtig unten aufschneiden und das Ganze dann theoretisch einfach rausdrücken. Das ist ein bisschen noch schwierig, aber halt hier das jetzt rausfummeln. Ja, geht ein bisschen schwer. Gerade mit einer Hand, aber ja, rausfummeln halt und das mit den anderen Beinen ummachen. Okay, nein, dann muss ich jetzt die Schrauben rausdrehen. Die sind jetzt hier noch drin, weil der Schraubenkopf ist größer bis Loch. Ne? Und jetzt halt die Schrauben nach oben rausdrücken. Das wird ja wirklich funktionieren. Jetzt Schrauben halt noch rausholen. So, ich habe jetzt mal alles vorbereitet. Erstmal eine LED. Die ist hier, hier ist der Schaltplan und hier ist die Diode. Also die LED ist das mit den zwei Pfeilen nach oben, wäre die LED. Und das ist einfach eine Diode. Und die, das sind unsere zwei Kondensatoren. Und den Schalter, ich zeichne das als Schalter hier. Das ist unser Kabel, mit dem ich Kurzschluss mache. Habe ich das hier zum Beispiel. Weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das nehme. Mal gucken. Ne? Ja, im Grunde jetzt einfach zusammenschrauben den Mist. Ne? So, als allererstes würde ich sagen, verbinden wir mal die zwei Kondensatoren. Ich mache mir das jetzt so. Ich werde jetzt das Kabel einfach nehmen. Und damit wir das jetzt zusammenschrauben können, müsste natürlich ein bisschen abisolieren und die andere Seite dann zum Kurzschluss machen. Ja, wahrscheinlich vermeidlicher Kurzschluss. So, das heißt, wir müssen erstmal die beiden Kondis verbinden, wie hier im Schaltplan zu sehen, ne? Hier unten die Verbindung und unser Kurzschlusskabel mit reinmachen. Ich würde sagen, der Einfach halber machen wir jetzt mal das Kabel, tüdeln wir mal hier drum. Also theoretisch könnt ihr so ohne Lüsterklemmen machen. Einfach alle Kabel zusammentüdeln, ne? Geht auch. Boah, ganz schön gefummelt, ja. So, jetzt tüdel ich mir das hier so rum. Um einen Pool, dass wir dann den mittels der Klemme hier festmachen können, ne? Könntest auch richtig fest zwirbeln, vielleicht hält es auch so. Ne? Aber ich empfehle jeden schon, der gerade hier solche Experimente oder so dann auch mitmachen will, sich dann vielleicht doch mal einen Lötkolben zuzulegen. Ja, und die mache ich jetzt, ne? Die mache ich jetzt nicht parallel, sonst haben wir hier oben einen Kurzschluss. Wir wollen ja die Dioden noch reinmachen. Das heißt, ich drehe den jetzt einfach mal ein bisschen zur Seite. Hauptsache die Pins kommen halt nicht zusammen, ne, von den zwei Kondis. Oh, ganz schön gefummelt, du. Das ist ja schlimmer wie löten, Mensch. Du kannst doch löten. So. Jetzt müssen wir von dem Kondi hier oben die Diode, nehmen wir jetzt mal als erstes reinmachen. Und bei der Diode habt ihr immer so einen kleinen schwarzen Balken hier links. Und der Balken muss zu diesem Kondensator, ne, also dann zu dem. Das heißt, wir schrauben jetzt erstmal hier
die Klemme ran. Du willst es ja gar nicht. Und schrauben die dann hier auf, dass man halt die Diode, ne, das ist der Kondensator 1, der hier und der andere 2. Und dann müssen wir, wie gesagt, mit dem Balken, hier muss der Balken sein, jetzt hier rein. So, wenn wir die drin haben, die Diode, müssen wir unseren nächsten Verbinder Li reinmachen. Also einfach ans Ende der Diode die nächste Lüsterklemme. Hier könnt ihr wahrscheinlich auch eine normale Lüsterklemme nehmen. Müsst ihr jetzt nicht eine aufsägen. Die aufsägen habe ich jetzt, ne, direkt am Transistor schon, am Kondensator, damit wir da besser rankommen. Ne? So, und dann haben wir von LED Plus und Minus, in dem Fall jetzt hier der Minus, kommt jetzt hier an die LED ran. Na? Ich hoffe, das ist einleuchtend. So. Und ja, jetzt haben wir nur noch das letzte Bändchen der LED. Das kommt an das andere Ende von dem zweiten Kondensator. Also geht um mit Lüsterklemme, aber also ich denke mal, ich habe es noch nicht probiert, das wird ich jetzt gleich rausstellen. Aber ich glaube, das ist mit Löten dann doch schon ein bisschen einfacher. Na, jetzt tun wir halt die LED, das andere Ende, was jetzt noch offen ist, auf den zweiten Kondensator. Naja, ist jetzt nicht schön. Und den Kurzschluss würde ich jetzt einfach so dann machen hier. Klack, klack, klack. Ranhalten, ne? Mal gucken, ob das geht. Ich wechsle aber jetzt mal die Perspektive ein bisschen. Ich denke mal, das Wichtige ist ja jetzt schon rübergekommen. Naja, sehr viel schöner habe ich es jetzt nicht hingekriegt, ne? Aber vielleicht hilft es den einen oder anderen, dass wir vielleicht mal ein bisschen hier uns Schaltpläne auch angucken. Also die rote LED ist irgendwo klar, das ist eine LED. Ne? Also das ist die LED. Das ist die Diode und das sind die zwei Kondensatoren. Ne? Ist nicht so kompliziert, sag ich mal. Ja, ich baue es jetzt mal auf und dann laden. Also ich lade dann diesen Kondensator, ich glaube mit Plus hier und unten Minus, habe ich jetzt gar nicht eingezeichnet. Ich glaube, ich muss dann mal prüfen, ich zeichne es schon mal ein. Und dann machen wir mit dem Kabel den Kurzschluss, ne, was jetzt hier als Schalter angedeutet ist. So, ja, kann ich den Lötfilm ausmachen. Ich habe es jetzt auch noch nicht probiert. Ich mache es jetzt falscher Knopf. Ich mache es jetzt erstmal mit Licht. Genau, also ne, wie ihr in den anderen Videos festgestellt habt, hoffentlich oder gesehen habt, ist das jetzt egal, ob ich das Labor jetzt da dran lasse oder nicht, also den Pluspol, ne, das hatte ich ja gezeigt, das spielt keine Rolle. Gut, ich probiere es einfach mal selber. Habe ich Aufnahme gedrückt? Ja, sehr gut. Und mal, wenn ich es ein bisschen so drehe, besteht die Möglichkeit, dass ihr auch was seht. Ja, mal, das hat schon wieder, ne, beim Anklemmen. So, ab. Ne, warte mal. Ich glaube, wir müssen unten bloß ran machen. Oh nein! Jetzt kann es natürlich sein, dass mir die LED durchgefeuert hat. Boah, ich bin ein Blödel. So, jetzt plus haben wir mal mit 2 Volt irgendwas. Nö, LED geht noch gut. Also unten ist Plus und oben Minus. Das ging sogar, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Jetzt habe ich das also schon blauen Falz gezeichnet. Ach, ich bin blöd, ne? Hier ist Plus und hier ist Minus. Hier nochmal der Plan, sorry. Unten Plus, oben Minus. Ja, ist schon ein bisschen spät, Leute. So, und ich wollte euch jetzt nochmal Eingangsspannung zeige ich euch jetzt gleich in 17 Volt ungefähr. Und die Kondi ist 1 Mikrofarad. So, genau, ich wollte es jetzt ohne Licht beziehen. Oh, so ist doch gut, ne? Ein bisschen nicht. Also Kondi laden. Und entladen. Diesmal ging es nicht. Ging nicht.
oder? Ich glaube, jetzt ging es sogar und ich habe es nicht gesehen. Es geht irgendwie nicht immer. Aber manchmal geht's. Wir können ja mal mit der Spannung hochgehen, das teste ich jetzt selber mal. Ob das großartig was ändert. Nein. Da bin ich blöd, sehe ich das noch nicht. Habt ihr jetzt was? Hat das jetzt gerade geblinkt? Doch. Da war es wieder, oder? Ich sehe, das kann er nicht hier machen und in die Kamera gucken. Ne? Also gut, ich habe jetzt, vorhin hatte ich 17 Volt, jetzt habe ich ein bisschen höher gedreht. Sehe ich nichts. 26,8. Ne? Eingangsspannung. Ja gut, das war es im Endeffekt ja schon. Ne? Machen wir mal das Licht an. Ja, genau. Ne? Also hier Plan war falsch. Oben minus. Oben minus und dann Kurzschluss machen. Ne? Ihr seht, halt mit einem Stück Draht, probiert ich mal spaßenshalber. Probieren wir das jetzt noch mal mit ein bisschen mehr Draht, dass wir noch ein bisschen geforscht haben. So, und zwar würde ich sagen, der eine oder andere hat ja vielleicht auch eine Krokoklemme daheim. Ich nehme jetzt einfach mal die, wir versuchen jetzt einfach mal ein paar verschiedene Krokoklemmen. Einfach mal so. Mal gucken, was da passiert, ob sich da was ändert oder. Vielleicht geht es uns nicht mehr jetzt, mal gucken. Doch. Genau. So, wir machen wieder immer ohne Licht. Jetzt geht es natürlich bestimmt wieder 50 Mal nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon war, ich habe es nicht gesehen. Jetzt, das war sauber. Ne? Also, wenn wir jetzt sagen, das Stückelkabel, ich kann es euch ja mal messen, dass wir ungefähr, ne, das ist natürlich jetzt sicher eine Angabe mit dem Zollstück. Ups, damit hat es, oder ich weiß nicht, sagen wir mal grob 12 cm. Da brauchen wir jetzt kein großer Hexer sein. Das sind über 40. Ja, ne? Also es geht auch mit einem kürzeren Stückel oder mit einem Stückel länger. Sag ich jetzt mal, keine Ahnung, Leute. Das Ähnliche, was ich jetzt noch hätte, ich habe noch ein bisschen längeres. Vielleicht geht es ja bei einer gewissen Länge gar nicht mehr. Ne? Das ist jetzt... Naja, nicht doppelt so lang, aber wartet, ups, können wir auch länger vergleichen. Also ist wieder müh länger und dann nehmen wir mal einfach die zwei zusammen mal, also in Reihe. Vielleicht geht es ja dann nicht mehr. Okay, dann, wir machen diesmal aber gleich Licht aus, dass ihr, falls es funktioniert, auch eine Möglichkeit habt, das gleich zu sehen. Also jetzt mit längeren Kabel. Einmal nicht. Einmal nicht. Immer nicht. Geht. Habt ihr das gesehen? Ich mache das Licht nicht extra wieder an. Ich mache jetzt einfach die Klemme von vorher noch mit ran hier. Ich hoffe, man sieht es jetzt ein bisschen. Und probieren das nochmal. Nö, geht auch. Ne? Schon, ach so. Jetzt muss ich gucken, manchmal ist ja von der FPS, dass das dann nicht drauf ist. Ah, stellen wir jetzt mal drauf. Ne? Gut, also es geht auch mit längeren Kabeln. Haben wir das also so, ne? Gibt schon mehrere Möglichkeiten. Muss jetzt nicht explizit die Kabellänge sein. Das wollte ich damit eigentlich nur zeigen. Zum Glück hat es funktioniert. Ich wusste es jetzt nicht 100%. Aber Astra, falls du hier gerade zuguckst, das ist es schon mal nicht. Man könnte jetzt schon fast sagen, leider. Was man aber noch festgestellt hat, beziehungsweise bin ich mir auch nicht 100% sicher.
das überprüfen wir jetzt auch gleich noch. Aber da wir jetzt ja einen halbwegs Aufbau haben, wo wir eventuell sagen könnten, ich habe es ja jetzt mehrfach hingekriegt, dass es replizierbar ist, probieren wir jetzt gleich mal noch eins. Das hat bis jetzt nicht geklappt. Und zwar mit, also den Kurzschluss mit einem Stück Eisen oder so zu machen. Oder halt extrem kurzen Stückchen Kabel, sage ich jetzt mal. Das könnten wir vielleicht auch noch hier, ne, mit so einem kleinen Schraubenzieher halt den Kurzschluss machen. Ne? Ja, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Gut, ich quäle meinen Schalter ja von meiner Lampe. Ja, also ich mache jetzt einfach den Kurzschluss mit dem Schraubenzieher. Okay, erstmal habe ich jetzt den Blitz hier gemacht. Da scheint es nicht zu gehen. Das heißt, wir machen mal einen gekonnten Seitenwechsel. Mal gucken, ob ich es... Tja, was sagt ihr? Seht ihr was? Ich sehe nichts. Na, also da sind den Blitz, den sehe ich schon von hier ran und entladen. Aber... jetzt bin ich zusammengekommen. Also selber, weil ich mit dem Finger hier dran war, ich versuche es jetzt nochmal ohne Finger. Aber mit dem Schraubenzieher kriege ich es nicht hin. Also gut, das bestätigt sich. Huch. Jetzt wäre mal interessant, ich nehme jetzt einfach mal den Schraubenzieher und eine Krokoklemme. Vielleicht geht es ja dann wieder. Also eben mal ging es, ne? Ich muss ja näher an der LED. Da geht es fast nicht, beziehungsweise eben mal ging es ja, ne? Aber manchmal geht es so mit Kabel nicht, ne? Das ist verrückt. Jetzt geht es mit Kabel nicht, mal. Die können die mal entladen. Ganz leicht ging es, jetzt ging es wieder. Ja, ab und zu geht's, ne? Okay, naja, mit dem Kabel geht's gefühlt auf jeden Fall schlechter, ne? Mit dem, wir können es jetzt noch mal, wir probieren es noch mal gegen Ausgangsposition, halt nur mit dem angelöteten Grünkabel. Mal den Schatten. Ich sag, da war's kurz. Da geht noch. Okay. Also LED hat sich jetzt nicht so wesentlich verändert oder ist nicht kaputt gegangen dabei. Ja, ich denke, funktioniert auch so. Also ich hatte jetzt zum Schluss nochmal den Gegenvergleich gemacht, nochmal mit dem Stückelkabel. Tja, man könnte vielleicht jetzt noch andere Eisen probieren, aber na gut, ich habe es ja nicht mehr aufgebaut. Ich würde sagen, wir probieren jetzt als letztes doch nochmal die, ja, einfach ein Cuttermesser. Hätte ich beinahe schon wieder verkehrt und angeklemmt. Ne? Aber vielleicht doch Zeit ins Bett zu gehen. Okay. So. Also können die Laden aber nicht ausmachen. Und ich tue jetzt einfach mit dem Messer. Wie machen wir das so? Ne? So rüberschieben und den Kurzschluss machen. Können Sie auch mal so probieren. Also ich würde sagen, geht so nicht, aber... Also laden, weg. Nee, also mit... Ich drehe es mal noch ein bisschen, dass man es wirklich... Ich war gar nicht richtig im Schatten, die LED. Also mit Cuttermesser. Ich würde sogar sagen, der Funke hier ist sogar stärker mit Cuttermesser. Nee,
Also mit Kabelmesser kriegst du jetzt nicht hin. Jetzt probieren wir nochmal Gegenprobe mit dem Kabel. Jetzt sehe ich es wieder nicht. Jetzt geht es nicht mit dem Kabel. Doch, jetzt. Gut, ne? Gegenprobe hat wieder geklappt. Ja, keine Ahnung, mehr aus, ne? Ich werde das jetzt mal an einen Ingenieur weitergeben. Erstmal als theoretische Schaltung und dann gucken wir mal. Mal gucken, was die Theoretiker dazu sagen. Ne? In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir das so zeigen, dass du das da eben auch mal ausprobieren kannst. Und ja, falls du noch was rausfindest, was ich noch nicht weiß oder wir alle noch nicht wissen, ja, mach ein YouTube-Video und verlinke das hier unten in die Kommentare, dass wir das sehen können. Ne? Und ich würde das dann auch anpinnen, wenn ich sehe und so etwas. Ne? Gut, in diesem Sinne, tschüssi.